Mitte Mai 2020 ist das Wetter immer noch trübe, regnerisch und sehr windig und dadurch viel kühler als normalerweise im Mai. Wir haben eine Westwetterlage. Das Wetter ist zwar mild, aber mit vergangenen Maitagen nicht zu vergleichen. Und gegenüber dem April im vorangegangenen Monat, der sich als gar nicht launisch, sondern wunderbar sonnig herausgestellt hatte, ist das hier gar kein Vergleich. Trotzdem ist an meinen Futterstellen jede Menge los. Vögel und auch die anderen Tiere haben jetzt fast alle Nachwuchs und sozusagen alle Flügel oder Pfötchen voll zu tun, um den Nachwuchs auch satt zu bekommen. Aber wenn man sich lange draußen aufhalten möchte, vor allen Dingen, wo der Wind richtig durchweht, dann muss man sich richtig warm anziehen. Das Frühjahr in diesem Mai lässt wirklich zu wünschen übrig. Aber wie man sieht, es gibt trotzdem wunderbare Bilder. Die Krähen haben es immer sehr eilig, ihr Lieblingsfutter hier vom Futterplatz aufzulesen. Es sieht doch wirklich immer sehr lustig aus, wenn sie die Kringel in ihrem Schnabel doppelt und dreifach herumtragen oder ganz und gar damit durch die Lüfte fliegen, als hätten sie ein Lenkrad vorne dran. Ob Fuchs, Reh, Hase oder Vögel, alle ziehen sich jetzt hier auf die Ostseite des Areals zurück, weil aus dem Westen der Wind so heftig weht. Nur ich habe immer Angst, etwas zu verpassen, wenn ich nicht meine anderen Beobachtungsposten aufsuche und so. Der Wetterbericht redet von Sahara-Wetterlage. Bei uns hier stürmisch, kalt, regnerisch. Nichts von einem Pfingsten in Sommerwärme. Ich bin dicker angezogen als im Winter. Dass es bei uns zu trocken wäre, kann man auch nicht behaupten. Dass aber Frühling ist, sieht man besonders gut an diesem kleinen Buchfink hier, der sich ja wirklich die Seele aus dem Leib trällert. Diesen Gesang hört man nur in ihrer Werbungszeit, ansonsten nicht mehr oder nur noch ganz vereinzelt. Die Stare, die im vergangenen Monat noch in den Bäumen für richtig viel Lärm bzw. ein tausendfach stimmiges Gezwitscher gesorgt hatten, die sind jetzt in den Bäumen unterwegs und suchen Futter für ihren Nachwuchs. Aber sie sind kaum noch zu hören. Auf jeden Fall nicht hier direkt. Auf anderen Wiesen, wo die Schwärme ziehen, sehr wohl. Dafür ertönt fast unablässig der Ruf des Pirols. Zu Gesicht bekomme ich ihn aber leider überhaupt nicht. Nicht mal einen Schatten oder den kleinsten Zipfel einer Feder. Dafür kann ich des Öfteren das Häschen dabei beobachten, wie es den Löwenzahn sich schmecken lässt. In ein paar Tagen ist Himmelfahrt. Oder auch Vatertag genannt. Und am Ende des Monats das Pfingstfest. Viele Leute nutzen diese Pfingstferien jetzt, um sich irgendwo noch ein Urlaubsziel zu suchen, wo besseres Wetter herrscht wahrscheinlich. Sie flüchten halt vor diesem miesen Wetter hier aus dem Norden. Wobei auch nicht wirklich, weil an der Nordseeküste und in Halligen, da scheint, wenn man den Nachrichten Glauben schenken darf, richtig was los zu sein. Dementsprechend beruhigt sich die Lage hier im Vossmoor und es ist manchmal richtig still, was menschliche Aktivitäten betrifft.
Deshalb habe ich wohl auch das Glück, das Häschen hier öfter anzutreffen. Das nimmt zwar auch vor Menschenreis aus, die hier vielleicht entlang gehen, aber noch viel mehr flüchtet es vor den Hunden, die meistens dabei sind, denn die sind für das Häschen wirklich gefährlich. Wenn es jetzt so arglos hier herummümmelt, dann zeugt das davon, dass wirklich Ruhe ist in der Gegend. Da war wieder der Pirol zu hören. Den nenne ich für mich immer Phantom, weil ich ihm hinterherjage, seit ich seinen Ruf das erste Mal gehört habe und bisher noch kein Glück hatte. Ich konnte ihn nicht nur nicht filmen oder ein Bild von ihm machen, sondern ich habe ihn bis auf eine kurze kleine Ausnahme noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Und bei dieser kurzen Sichtung bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das Häschen hier nutzt jedenfalls die Größe des Areals vollständig aus und geht von einer Wiese zur nächsten. Hier ist Buchfinkrevier. Währenddessen ich hier auf dem Beobachtungsposten oben im Hang, wie ich ihn immer bezeichne, sitze, höre ich in meinem Rücken eine Krähe krächzen. Sie scheint allein zu sein, erzählt aber eigentlich ohne Unterbrechung irgendetwas. Was sie da wohl vor sich hin prappelt und für wen das wohl gedacht ist? Ich sitze nur ein paar Meter weiter, hinter ein paar Ästen, und sie lässt sich von mir überhaupt nicht stören, wie es scheint. Bemerkt hat sie mich. Manchmal schaut sie sogar nach mir, denn ich habe ja die Kamera in Anschlag und filme sie. Aber ich scheine völlig uninteressant für sie zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie das, was sie zu erzählen hat, wem auch immer. Ach, da kann man ja mal eine Antwort hören. Soweit jedenfalls meine Geschichte von diesem Tag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schaut auch im nächsten Video wieder herein oder in eines der unzähligen anderen Videos auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.